So, hallo ihr lieben Zuckerbärchen und herzlich willkommen zurück auf meinem wunderschönen Kanal. Ich bin's, euer Daudinato und ich darf euch so herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Cyberpunk 2077 hier auf meinem wunderschönen Channel. So, ich will noch ein bisschen Material arbeiten, deswegen machen wir eine kleine Quest. Wir machen den Auftrag Vakus Liebling, verschafft ihr Zutritt zu Champons namens Versteck. Da gehen wir natürlich jetzt gerade hin. Okay, dann müssen wir raus. Dann nehmen wir doch keinen Sinn so. Oder doch wieder rein? Ah. Hallo. Ich habe eine Waffe in der letzten Folge bekommen. Wieder mal. Und zwar... Die war es nicht. Die war es auch nicht. Legendäre Ouvertüre. Und zwar hat mir Carrie in der letzten Folge eine Waffe gegeben. War das die hier? Ah ne, das ist Johnny Silverhands Waffe, die ich eigentlich gar nicht mal so gut finde, ne? Wie, das bist du in der Zukunft. Jeder Netrunner endet so. Hirn gefickt von irgendeinem Konzerneis. Sieht aus, als atmet er noch. Ah, der hängt in deinem Prinzip fest. Ne? Dann helfen wir die guten alte Socke hier. Hey, alles okay? Ich muss mich an den PC hocken. Ist jetzt aufgemacht. Hier ist fucking dunkel. Folge den Lichtern. Ja, diese beknackten scheiß Minen, Alter, die da immer irgendwo liegen. Ja. Gib mir einen Moment. Kein Stress, ich loot hier dein Zeug noch weg. Ich kann nicht. Wach auf. Ich brauche einen Moment. Ich weiß nicht, wie lange ich hier war. Aber ich... Ich bin am Verhungern. Hast du das Licht angemacht? Ja, ich wollte schon zweimal heißt ja, einmal heißt nein spielen. Aber du warst schneller. Hast gute Arbeit geleistet. Aha. Weißt du, was in dem Konzerncode-Koffer ist? Ihr jungen Leute stellt zu viele Fragen. Sieh doch selbst. Vielleicht ist es doch keine gute Idee. Du lernst schnell. Du willst doch bestimmt wissen, wer mich zu dir geschickt hat. Wakako. Sie sucht immer nach Ausreden, mich zum Essen einzuladen. Du musst mich mal besuchen. Ich bring dir ein paar Netrunner-Tricks bei. Habe ich dir nicht gerade den Arsch gerettet? Wir hören nie auf zu lernen. Und du musst nicht alles allein herausfinden.
Danke. Ich denke drüber nach. Okay. Dann gehen wir wieder. Denk mal, hier gibt's nichts Gescheites zum Looten wieder. Ja, ja. Ich habe gehört, wie gut du das durchgezogen hast. Etwas anderes hätte ich auch nicht von dir erwartet. Auftrag abgeschlossen. Gut. Dann gucken wir weiter ins Journal. Was haben wir denn noch wie Aufträge? Ein paar Zeuge natürlich, aber Aufträge. Machen wir das mal. Müssen wir zu den Maelstroms. Ganz hoch. Aber ich lokalisiere erstmal das Ding hier an. Weil ich will da jetzt nicht so viel Zeit verdüdeln. Da ganz oben ist das Ding. Doch lieber den hier. Ist gar nichts los hier, ist das normal? Ja, ein paar Nebenquests sind doch auch mal was ganz Entspannendes, oder? Also, ich habe mir schon überlegt, soll ich die jetzt einfach so mal reinmachen? Also so, ohne aufnehmen zu zocken, aber dann habe ich mir gedacht, ja komm, nehme ich es auf, vielleicht sind noch ein paar nützliche Sachen dabei. Im Titel steht die Beschreibung, auch der Questname steht dann da. Und so, und dann, ja. Begib dich zur Ripperdog-Klinik der Maelstrom. Schön dick am Werkeln sind die Leute hier. Ne? Wo ist denn der Serverraum? Das hier wird sicherlich sein, ne? Entkomme aus der Klinik. Dafür kann sogar durch Wände durchballern. Ja.
Hab die Daten. Danke, Vi. Auftrag erledigt. Bitteschön. Erledigt. Heim Wasser. Ah ja, das war das, was total verbuggt ist. Probieren wir es. Vielleicht wurde es gefixt. Probieren wir es aus. Vielleicht funktioniert es ja jetzt endlich, nachdem sie im Prinzip ein paar Patches drauf geballert haben. Aber ich bin da sehr unschlüssig. Blake. Ah, 10 Meter. Da ist es anscheinend. Da ist nichts. Kein Blake. Du Blake? Ja? Nee, das ist Roger Wang. Wie hast du überhaupt von Blake erfahren? Ein Freund hat ihn mir empfohlen. Aber er hat auch Schulden bei ihm. Dieser Bastard weiß, wie man Leute manipuliert. Hat das schon oft bewiesen. Musst dir um ihn keine Sorgen mehr machen. Stimmt. Danke. Total buggy, ne? Die wird für die Ewigkeit offen bleiben, ne? Auftrag, der Herr gibt uns, der Herr nimmt uns. So, mal ausprobieren. Ich habe noch ein paar Charaktere noch gar nicht in dem Game gesehen, ne? Geht nicht, oder was? Oh, da kommt man auch nicht so einfach hoch. Scheiße, nein, 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 nein. Ich will nicht so weit laufen. Entweder sind die Leute am Heulen oder ich weiß auch nicht. Ach ja, eigentlich bin ich richtig gut drauf dafür, dass ich heute noch gar nichts gegessen habe. Oh ja, 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 ja. Wir probieren jetzt mal diese extrem schwierige Quest. Und wenn die gar nicht mal so schwierig ist, dann... Ne?
coole Waffe, Mann. Aber sie sind extrem strong, ne? Ja auch mal edelste Teile droppen, ne? Ja, wer will denn schon auch was Schwieriges haben, ne? Oh, die kriegen ja schon an den Schaden. Schön. Gelände waren. Ja, der brennt jetzt schon fast, muss extrem aufpassen, dass der mir jetzt nicht unter dem Arsch weg explodiert. Das war doch jetzt mal eine herausfordernde Quest, oder? Also, das ist halt jetzt auch ein bisschen schwach natürlich. Man versucht ja immer sozusagen zu sagen, hey, Quest, was machst du da? Wie kannst du da die Schwierigkeit anpassen? Entweder muss die KI halt stärker werden, ne? Yo, ich bin's. Findest du wieder Ecken und... Ja, wozu das Auto? Wozu braucht ihr das Auto? Ihr lieben schicke Konzernschlitten. Im Ernst jetzt? Wer bewacht die Grenze? Na, Militech. Genau. Klingelt's jetzt?
zum Teufel sollte das? Ein Solo, der mit den Valentinos tauscht? Ich war nicht allein. Also, was ist passiert? Was schon? Die Wichser haben uns eine Falle gestellt. Scheiß Tinos. Und das überrascht dich? Ist doch egal. Ich bin weg. Scheiß auf diese Stadt. Okay, wir sind auch weg. Allgemein hier zu stark, ne? Was ist denn? Wie? Du solltest das Auto unbeschädigt zurückbringen. Die Nomaden kümmern sich darum. Aber ein paar Dellen weniger wären schon nett gewesen. Wie auch immer. Auftrag abgeschlossen. Fuck you. Oh, ich bin vollgepackt mit tollen Sachen, ne? Gar nicht gemerkt. Inventar. Nochmal. Inventar. Ja, nicht Herstellung. Ich will nicht Items herstellen. Komm, das. Jetzt legen einfach die Scheiße. Ach, der ist auch schmutzig. So, wir haben neue Klamotten auf jeden Fall. Halt dicke Panzerung, ne? Alle sind besser. Sogar das ist... What the fuck, Alter? Red Alert Netrunning-Anzug mit Überspannungsschutz. Wow. Johnnys Tanktop. Ja, ist ja fett. Wenn das Tanktop mehr Damage absorbiert als alles andere, gell? Scheiße, Mann. Kleidungsschätz. Arasaka-Schutzanzug. Okay. Was haben wir noch? Ah, Zeit vorbei. So, meine lieben Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall noch eine entspannte Zeit. Haut rein! 3 Quests! Supi! Ciao!